Ja, wir wurden hier heute gegen 22 Uhr zu einem F2-Lkw-Brand auf die A1 gerufen. Während der Anfahrt bekamen wir die Meldung von der Leitstelle, dass der Lkw Elektroschrott geladen hatte. Kurze Zeit später traf das erste Fahrzeug ein und bestätigte die Rückmeldung, dass der Lkw brennt, dass der Auflieger in voller Ausdehnung brennt und die Zugmaschine bereits abgekoppelt ist. Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr schwierig hier an der Einsatzstelle aufgrund der Bauweise halt des LKWs. Man kam eben schlecht an die Flammen ran. Glücklicherweise handelt es sich bei dem Auflieger um einen sogenannten Schubboden. Dieser funktionierte auch noch und somit konnten wir den Elektroschrott hier auf der Autobahn abladen. Der Fahrer hat geistesgegenwärtig reagiert. Er ist auf den Rastplatz gefahren bzw. noch auf der Zufahrt zum Rastplatz hat er die Sattelzugmaschine abgekoppelt und vom Auflieger entfernt. Somit ist diese verschont geblieben. Jetzt sind wir gerade dabei, den abgeladenen Elektroschrott nach und nach abzulöschen. Dazu müssen wir einen enormen Aufwand betreiben, um das Löschwasser hier an die Einsatzstelle zu befördern. Mit mehreren Löschfahrzeugen, wo ein Tank eingebaut ist, fahren wir hier im Pendelverkehr das Löschwasser an die Einsatzstelle. Hinzu haben wir jetzt noch einen Abrollbehälter Wasser von der Feuerwehr Delmenhorst angefordert, um ausreichend Löschwasser aufrechtzuerhalten. Die Wetterbedingungen sind nicht optimal für die Einsatzkräfte hier an der Einsatzstelle. Wir haben Minusgrade, das Löschwasser gefriert hier direkt am Boden. Und aus diesem Grund haben wir eben auch die Straßenmeisterei an die Einsatzstelle gefordert, um eben die Einsatzstelle abzustreuen, damit die Einsatzkräfte sich nicht verletzen. Die Autobahn war zu Beginn des Einsatzes teilgesperrt. Mittlerweile ist sie komplett gesperrt, um hier ein unfallfreies Arbeiten für die Einsatzkräfte zu gewähren. Es ist ein glimpflicher Ausgang. Klar, der Lkw-Auflieger ist natürlich komplett beschädigt, aber nichtsdestotrotz können wir hier noch vom glimpflichen Ausgang reden. Letzten Endes ist es nur Elektroschrott, was brennt. Und es ist natürlich jetzt ein langwieriger Einsatz, weil dieser nach und nach abgelöscht werden muss. Zu Beginn sind wir angefangen mit Wasser zu löschen. Jetzt im Nachgang löschen wir den Elektroschrott mit Schaum ab. Dieser Schaum deckt sich komplett über den Haufen ab und entzieht somit dem Feuer den Sauerstoff und erstickt dieses dann.